Hallo liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge von Michi kocht Veggie hier auf Hope TV. Heute kochen wir wieder ein leckeres Gericht und zwar geht es heute um die Linsen. Die Linse, früher ein arme Leute essen, was einfach auch lange haltbar war. Man konnte die getrockneten Linsen im Keller oder sonst wo gut lagern und irgendwann eine Linsensuppe kochen und aus den getrockneten Linsen tolle Gerichte zaubern. Heute ist die Linse tatsächlich auch in feineren Restaurants oder in tollen Küchen, hat sie den Einzug gemacht. Und ist tatsächlich auch für Feinschmecker ein ausgewähltes Produkt. Ein toller Eisen- und Folsäure-Lieferant, sodass wir schauen sollten, dass wir auch den Kindern vielleicht die Linsen irgendwie in ihr Bäuchlein bringen. Heute werden wir ein nicht klassisches Kindergericht kochen, aber doch tatsächlich auch ein Gericht, was Kinder essen können, wenn wir es nicht zu scharf machen. Wir werden heute ein Dal kochen, ein Linsendal. Das ist also ein Gericht, was dem Curry gleicht. Wir werden also ein bisschen in die indische Richtung gehen und werden es aber nicht zu scharf machen, sodass wir das danach auch genießen können, ohne dann, wie gesagt, wenn es zu scharf ist, dann übertönt die Schärfe einfach den Geschmack und man kann oft einfach die verschiedenen Produkte nicht mehr rausschmecken. Das probiere ich immer zu vermeiden. Also, aber das ist alles Geschmackssache. Mit Schärfe kann man sozusagen auch steuern, genauso wie das Salz. Das machen Sie zu Hause am besten so, wie Sie es gerne möchten. Heute wir werden dazu anstatt der klassischen Beilage, dem Reis, werden wir ein Naanbrot backen. Ich zeige Ihnen, wie einfach das geht. Und damit werden wir auch gleich beginnen, weil der Teig ein bisschen ruhen muss. Also im Prinzip nehmen wir daher erstmal eine schöne Schüssel. Dann nehmen wir da Mehl hinein. So. Dann warmes Wasser. Also das darf nicht zu kalt sein. Lauwarm ist am besten. So, im Rezept haben Sie die genauen Maße bzw. die genauen Mengen. Jetzt habe ich jetzt hier ein Naturjoghurt. Der ist, ich glaube, 3,8%. Das spielt aber jetzt nicht wirklich eine große Rolle. Einfach ein bisschen Joghurt mit rein. Und dann machen wir eine Messerspitze Backpulver rein. In diesem Rezept verzichten wir auf die Hefe. Man kann aber durchaus ein bisschen Hefe ins Rezept, also in diesen Teig reinmachen. Dadurch werden die Brote später auch ein bisschen fluffiger. Macht unheimlich Spaß beim Backen. Später backen wir das in der Pfanne aus mit ein bisschen Öl. Und das ist eine tolle Beilage. Man kann dann schön in dem Dal bzw. in dem Schöpfgericht, also das heißt bei uns heute Dal, können wir dann darin tunken und das als tolle Beilage. Jetzt machen wir ein bisschen Salz dazu. Und vermengen die Zutaten und kneten sie zu einem Teig. So. So. So, ein Schüsschen Öl kann auch nicht schaden bei der Verarbeitung. Ich habe hier ein bisschen Öl, neutrales Öl. So, nicht zu viel. Dann kann man ihn einfach ein bisschen besser verarbeiten, den Teig. So, habe ich jetzt. So, wenn er in etwa diese Konsistenz hat, dann passt das schon. Jetzt ist er ein bisschen feucht. Wir könnten noch ein bisschen Mehl nachgeben. Aber wir schauen mal, wie er jetzt ein bisschen ruht. Und dann kann man vor dem Verarbeiten noch mal das Mehl nachgeben. Das schadet auch nichts. Und dann haben wir da genau das richtige Gefühl und haben genau den Teig so, wie wir ihn brauchen.
So, den stelle ich jetzt mal weg. Der kann jetzt ein bisschen ruhen. Das ist immer ganz wichtig bei Teigen. Auch wenn keine Hefe drin ist, macht das Sinn. So, dann machen wir uns an unser Dahl. Also, die Linse ist hier. Heute nehmen wir die roten Linsen. Und zwar, die schmeißen wir ganz am Schluss in unser Gericht rein, weil die natürlich relativ kurz brauchen für die Garzeit. Ich denke mal, 5 bis 8 Minuten sind die Linsen so weit gegart, dass man sie wunderbar essen kann. Und geben dadurch auch gleich ein bisschen Bindung in unseren Dahl ab. Und deswegen schmeiße ich die ganz gern immer am Schluss rein. Dann sind sie nicht verkocht, die haben noch ein bisschen Biss, geben ihre Stärke ab und binden gleichzeitig das Dahl so, wie wir es brauchen. Hier habe ich noch schwarze Linsen mitgebracht, die verarbeiten wir heute nicht. Schwarze Linsen, auch Beluga-Linsen genannt. Die sind auch unheimlich vitaminreich, haben die meiste Folsäure, haben Magnesium, haben Eisen, Calcium. Aber tatsächlich sind sie als Folsäurelieferant oder als Eisenlieferant wunderbar. Auch Calcium ist viel drin. Also Linsen, überhaupt Hülsenfrüchte, die zu den Schmetterlingsgewächsen gehören, sind wirklich empfehlenswert und probieren Sie da mal einiges aus. Wir haben schon mal in einer Sendung Taler daraus gemacht mit Haferflocken gemeinsam. Das können Sie in der Mediathek mal nachschauen. Also die Linse ist ein Multitalent. Heute machen wir ein schönes Schöpfgericht und da freue ich mich schon drauf. Indische Küche bin ich ein großer Fan von. Und so, das ist hier falsch rum. Wunderbar. Jetzt haben wir es. Nein. Doch, das hat. Jetzt passt. Nein. Jetzt passt. Entschuldigung. So. Jetzt brauchen wir Hitze. So, wir setzen ein Töpfchen auf. Und beim Dahl beginne ich so wie bei einem klassischen Gulasch. Also jeder macht das. Also es gibt verschiedene Rezepte. Ich habe mir das mal angeguckt, dass die Bindung und tatsächlich dieses Schlonzige, was man dann später bei dem Gericht dann hat und was es dann halt auch ausmacht. Also solche Gerichte müssen eigentlich auch etwas länger kochen, wie jetzt in unserer Sendung. Wir machen es jetzt im Schnellverfahren. Ich erzähle ein bisschen was dazu und dann kriegen Sie das zu Hause auch lecker hin. Bei solchen Gerichten empfiehlt es sich aber grundsätzlich, sich auch ein bisschen Zeit zu lassen. Denn diese Schmorprozesse, diese Zwiebeln, bis die tatsächlich dann verschwinden und ihre Bindung abgeben, das dauert eine Weile. Aber wir machen das jetzt so, dass es für jeden verständlich ist. So, Zwiebeln, die hacke ich einfach jetzt in grobe Stücke. Also schon nicht zu klein, nicht zu groß. Brauche ich jetzt keine kleinen Würfelchen oder so. So, schauen Sie mal her. Also einfach, dann nehmen wir 2 schöne Zwiebeln her. So. Unser Töpfchen schmeichelt schon vor sich hin, freut sich auf die Zwiebeln. So, jedes gute Gericht beginnt mit einer Zwiebel. Kann man so sagen. So, jetzt haben wir ein schönes Töpfchen. Bisschen Öl rein. Und rein mit den Zwiebeln. So, Moment. Zack. So, die lassen wir jetzt ein bisschen glasig werden und dann tun wir dann unsere Tomaten und unsere Currypaste dazu. Ich habe Ihnen in die Rezepte die Currypaste beschrieben, wie sie gemacht wird. Also es kommen Koriandersamen rein, es kommt Zitronengras rein, es kommt Kreuzkümmel rein, es kommt Galgant rein. Da müssen Sie zu Ihrem Asia-Händler Ihres Vertrauens gehen und sich diese Zutaten beisammensuchen und dann am besten alles trocken in einer Pfanne rösten. Ohne Öl, das ist ganz wichtig. Also auch die Zitronengrasscheiben, alles mit rösten. Alles so, wie es im Rezept steht. Und nach in den Mörser geben. Und das ist wirklich ein Prozess, der dauert ein bisschen länger. Also ich denke mal, eine halbe Stunde muss man damit rechnen, wenn Sie die gerösteten Sachen. Wichtig ist auch die Reihenfolge, das haben Sie dann im Rezept. Auch kleine thailändische Mini-Zwiebelchen kommen rein. Und dann entsteht irgendwann so eine rote Paste, wie Sie sie hier sehen.
kann die Kamera das auffangen. Ja, also das ist sozusagen unsere Currypaste. Wenn Sie sowas machen, machen Sie gleich mehr davon. Weil diese Paste kann man wunderbar im Kühlschrank aufheben. Der passiert wirklich gar nichts. Schön abgedeckt im Kühlschrank hält sich das ewig. Und Sie können diese Paste wirklich als Universalwürzmittel für solche Gerichte hernehmen. Und auch für Suppen oder Kürbissuppen oder andere Suppen, Cremesuppen. Dafür ist diese Paste dann hervorragend. Sie können auch ein bisschen spielen und variieren und sagen, okay, das ist mir zu scharf. Ich nehme ein bisschen weniger Chili, dann ist die Farbe nicht so intensiv. Also da können Sie auch ein bisschen steuern. Curries sind wirklich auch ein Universalbegriff und in verschiedenen Regionen zu Regionen auch anders und werden auch anders gehandhabt. Also fast jede Familie hat ihr eigenes Curry-Rezept. Aber wie gesagt, das ist wie gesagt auch nur eine Anleitung, wie es sein kann. So eine Currypaste können Sie sich auch kaufen. Es gibt gute Currypasten im Asia-Shop. Also Sie müssen das nicht unbedingt selber herstellen. Ich habe mich jetzt auch entschlossen, es nicht vor der Kamera zu machen, weil es einfach zu lange dauert und es vielleicht langweilig ist. Der Prozess ist aber in dem Rezept mit beschrieben und da ist die Anleitung, wie Sie sowas herstellen können. Es ist eigentlich kein Hexenwerk und Sie werden sehen, wenn Sie Ihre eigene Gewürzpaste haben, ist es schon wieder was anderes einfach. So, wir machen jetzt auch gleich ein bisschen Paste dazu, dass sie auch ein bisschen mitrösten kann. So, nicht zu viel, weil ich habe doch ein bisschen Chili hergenommen. So, Sie sehen es, also die Paste mache ich jetzt mit in unsere Zwiebeln rein. Und was ich auch gleich mit reinmache, hier haben wir Tomaten aus der Dose, also geschälte Tomaten. Das nehme ich auch als Basis her und die schmoren wir auch mit rein in die Zwiebeln. So, die Paste muss ich auch gut verteilen. Die hätte ich erst verteilen sollen, bevor ich die Tomaten reinmache, aber das ist jetzt nicht so tragisch. So, und das schmoren wir jetzt vor uns hin. Da haben wir jetzt ein bisschen Zeit, unser Gemüse vorzubereiten, was wir alles in dem Dahl drin haben wollen. Also jetzt haben wir sozusagen die Zwiebel mit ein bisschen Öl. In der Paste ist auch ein bisschen Knoblauch drin, sodass wir jetzt eigentlich schon mal erstmal so die Basis haben. Und jetzt kann das vor sich hin köcheln. Jetzt machen wir uns an unser Gemüse. Da habe ich schöne Sachen mitgebracht. So, hier habe ich noch ein bisschen Wasser, weil wir danach schütten müssen. Bevor uns das Dahl anbrennt, schütten wir immer ein bisschen Wasser nach. Man kann auch Brühe nehmen, aber in dem Fall nehme ich Wasser, weil ich kriege genug Geschmack aus der Paste und aus den späteren Gemüsen, aus der Linsen dann raus. Das reicht uns völlig aus. So, hier. So, also das soll eigentlich so lange vor sich hinschmoren, bis die Form der Zwiebel wirklich verschwindet und dass die Zwiebel da nur noch eine Bindung abgibt. So, schauen wir mal. Also, das schmort schön vor sich hin, liebe Zuschauer. Und jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit, die jetzt nicht im Rezept drin ist, aber die ich trotzdem machen möchte. Und zwar haben wir ein schönes Topping für unser Linsen da. Da nehmen wir ein Pak Choi her. Pak Choi ist also so ein Mini-Mangold. Ähnlich dem Spinat, kann man sagen. Das wird in der asiatischen Küche oft am Schluss dann noch mal mit reingeschmissen. Das ist auch ein tolles Produkt, was man frisch unterrühren kann. So ganz am Schluss, das machen wir auch ein bisschen. Aber wo ich den Pak Choi auch ganz toll finde, wenn man ihn einfach ein bisschen im Ofen schmort. Wir marinieren den jetzt ein bisschen und dann schmoren wir den im Ofen auf 120 Grad, genauso lang wie unser Dahl kocht oder dauert. Und dann legen wir den dann später oben drauf. Auch wunderbar zu anderen Gerichten, einfach als Topping oder auch als alleiniger Akteur, wenn man ihn schön würzt. Kann man auch mit Chicorée machen. Der ist natürlich ein bisschen bitterer als der Pak Choi. Also ich liebe den Pak Choi. Ich mache oben immer ein bisschen das Gefuddel ab. Und das kann ich hernehmen und Streifen schneiden und später als Dekoration, als was Grünes für meinen. Dann mache ich das letzte Würzelchen hier ein bisschen ab, wie Sie sehen. Und dann schneide ich den Pak Choi einfach längs auf, sodass ich ein bisschen von der Wurzel behalte. So. Da habe ich solche schönen Dingerchen. Habe ich also komplett von der Frucht alles erhalten. Also Wurzel sowie auch das Grün.
So, das schmeißt man hier zurück. Jetzt mariniere ich das einfach mit ein bisschen Öl, mit ein bisschen Kreuzkümmel mache ich gleich dran, ein bisschen Sesam. Hier habe ich ein bisschen Sesam. Also da bleibt Ihnen auch, das bleibt Ihnen überlassen, wie Sie dies möchten. Jetzt mache ich ein bisschen Salz und Pfeffer dran. So, ganz wenig. Ich habe sogar ein bisschen Sojasauce da. So ein Glück. Schauen Sie her. Machen wir noch ein bisschen Sojasauce dran. So, jetzt müssen wir mal nach unserem schauen, dass es uns hier nicht anbrennt. Ich habe jetzt die Temperatur schön hoch gemacht, damit das hier ein bisschen vorangeht. So, also das kann man gar nicht lange genug machen. Wir werden das jetzt so lange machen wie nötig. So, ich schütte schon mal ein bisschen Wasser hinzu. Und einfach weiter schmoren. Schön weiter schmoren. Das gibt schön nachher den Geschmack und die Bindung. Sie werden sehen. Also Sie werden es sehen, leider nicht schmecken, aber ich sage Ihnen dann, dass es lecker war. So, hier mache ich jetzt noch ein bisschen Kreuzkümmel rein. Jetzt habe ich hier noch Koriander. Die beiden Gewürze dürfen natürlich nicht fehlen. Koriander habe ich schon in unserer Paste drin. Den Kreuzkümmel, den würze ich jetzt so mit rein. Aber ganz zum Schluss. So, hier haben wir noch Lorbeerblätter. Können wir auch mit reinschmeißen. Die schmeiße ich jetzt schon mit rein. Die nehmen wir uns nachher einfach raus. So, jetzt, was haben wir hier noch? Was wollte ich noch? Irgendwas wollte ich noch. So, nee, passt. Also, ich nehme jetzt unseren Pak Choi her. Den marinieren wir jetzt ein bisschen. Dass der ein bisschen was von allem abbekommt. So, dann kommt er jetzt hier auf die Schale. Und so kommt er in den Ofen rein. Einfach so. 120 Grad, da kann nichts passieren. Da wird er nicht schwarz, sondern fängt gerade langsam vor sich hin, bleibt schön zart und wird ein schöner Hingucker als Topping für unser schönes Dahl. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Jetzt, das heißt also, wir bereiten jetzt unser Gemüse vor, was wir in das Dahl reinmachen. Was habe ich denn da? Schauen wir mal. So, also, ich würde sagen, wir machen ein bisschen Brokkoli rein. Ein bisschen Paprika für die Farbe. Süßkartoffel und Zucchini. Ja, das ist auch wieder so ein Gericht, da empfehle ich Ihnen, schauen Sie in Ihren Kühlschrank, schauen Sie, was Sie da haben und das machen Sie rein. Das macht unheimlich Spaß. Da haben Sie später alles verarbeitet und in dem Curry bzw. in dem Dahl kommt es noch mal richtig zur Geltung und Sie haben ein tolles Gericht und merken gar nicht, dass Sie alle Reste verarbeitet haben. Also dafür sind solche Schöpfgerichte, Eintöpfe, derartige Sachen wunderbar, ideal. Deswegen machen wir sowas auch in der Sendung. Sie sollen Ihre Sachen verarbeiten, die Sie im Kühlschrank haben und nicht wegschmeißen. Das ist ganz wichtig. So, Süßkartoffel. Schäle ich erstmal runter. Brauchen wir auch nicht viel. Und auch hier ist das Prinzip, wir fangen mit den Dingen an, die am längsten brauchen. Also die Süßkartoffel, die schmeißen wir als erstes rein und dann halt nach und nach das, was wir brauchen. Süßkartoffel. So, Karotten können wir auch reinmachen. So, das kommt in unseren Bioabfall. Sehr schön. Süßkartoffel, Würfelchen. Mache ich gleich fertig. Nicht zu groß, weil wie gesagt, wir wollen, dass das zum Ende der Sendung schon schön gar ist und nicht mehr im Rohzustand. Die Form, die Schnittform, die überlasse ich da ganz Ihnen. Sie können noch schöne große Stücke reinlegen. Das macht auch Spaß, wenn so ein schönes großes Stück Süßkartoffel in der Soße liegt. Herrlich, auch eine schöne Sache. Ich mache es jetzt relativ klein, einfach aufgrund der Garzeit, die ich jetzt einfach etwas beschleunigen möchte oder beziehungsweise muss, damit wir hier fertig werden. So, also ich schmeiße das jetzt einfach so rein. Wir können auch die Sachen vorher anbraten. Bei einer Süßkartoffel macht das vielleicht sogar Sinn. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Machen wir lieber. Dann hat die ein bisschen mehr Geschmack.
Hier noch ein bisschen Wasser. So, Sie sehen, also das wird schon schön schlonzig, unsere Basis für Stahl. Ja? Das nimmt schon schön Geschmack an. Ja, so, liebe Zuschauer, jetzt braten wir unsere Süßkartoffeln an. Und da werden wir auch gleich ein bisschen Brokkoli dazu schmeißen. Wenn Sie Brokkoli haben, diesen Stängel bitte nicht sofort wegschmeißen. Probieren Sie mal was aus. Sie nehmen sich den Stängel her, großzügig die Ränder wegschneiden. Und das Innere, das Herz, ist ein ganz toller Vitaminträger und auch was Leckeres. Hat ein bisschen was vom Kohlrabi. Schmeißen Sie das nicht weg. Essen Sie es beim Schneiden, haben Sie immer was zum Knabbern. Den Rest brauchen wir nicht. Und beim Brokkoli empfehle ich auch, die Stängel so lang wie möglich zu lassen. Macht einfach viel mehr Spaß beim Essen. Im Stängel sind auch viele Vitamine. Viele schneiden einfach so ab, dass man nur die Röschen hat. Also ich bin ein Freund davon, von langen Stängeln. Und die kann man ja natürlich, wenn man die Garzeiten zu lang hat, einfach ein bisschen längs halbieren. Dann verkürze ich die Garzeit. So, schauen Sie her. Einfach den Stängel ein bisschen dünner machen. Aber lassen Sie den Stängel dran. Lassen Sie den Brokkoli-Stängel dran. So. So, das reicht uns schon. So. Überall, wo geschnitten wird, kommen Krümel. So, Süßkartoffel rein. So, Brokkoli, den schmeiße ich hier schon rein, weil ich mag keine Krümel. Wenn die jetzt da mit anbraten oder so, werden die vielleicht dunkel aufgrund der hohen Temperatur. Der Brokkoli kann schon einfach schon da drin mitgaren. So. Das läuft. So, Paprika hatten wir ja schon in allen Sendungen gehabt, wie man Paprika schneidet. Einmal zack, 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 zack. Das schmeißen wir weg und das benutzen wir. Dasselbe mit der gelben. Wenn Sie das ein paar Mal gemacht haben, sehen Sie, dass es auch wirklich schnell geht, diese Methode. Macht auch Spaß, wenn Sie dann wirklich sehen, dass ich brauche wirklich nur... Es gibt auch andere Methoden. Ich zeige Ihnen das nächste Mal noch eine andere Methode, die auch nicht schlecht ist. So, wir nehmen die Paprika her, die wir hier haben. So, zack, zack. Viel brauchen wir nicht. So, schön gleichmäßige Stücke in etwa, damit das alles schön Spaß macht und schön aussieht. So, Paprika hier rein. So. So, unser Dahl schmeuchelt auch vor sich hin. So, Brokkoli ist schon drin. Was haben wir noch? Jetzt haben wir noch hier Zucchini. Zack. So, Zucchini schmeißen wir auch ein bisschen rein. Auch einfach in Würfelchen. Zack. Zacki, zacki. So. Den schmeiße ich auch da rein. So, alles rein. Alles, was hier so rumfliegt, kommt in unser Dahl hinein. Ich liebe solche Gerichte, da bleibt nichts übrig. Und wir können alles verarbeiten. Und das schmeckt auch noch. So. So, das sieht gut aus. Das würzen wir schon mal ein bisschen. Ein bisschen. Ja, Salz. Immer lieber noch mal nachschauen.
Da ist schon alles passiert. So, hier schmeiße ich auch noch einen ganz kleinen Klecks Honig rein. Das tut dem karamellisiert ein bisschen. Runde das Ganze ein wenig ab. Sie können es auch weglassen. Wie gesagt, ich nehme das gern zur Abrundung. Guter Honig. So, hier kocht es schön weiter. Ich nehme noch ein bisschen Wasser her, damit uns das nicht anbrennt. So, also so schöne Schmorgerichte, die lassen sie einfach. Jetzt machen wir es ein bisschen im Schnellverfahren, aber kein Problem. Schauen Sie, das Gemüse brutzelt schon. Das gart sozusagen vor. Das schmeißen wir auch gleich in unseren Dahl rein. Und dann kochen wir alles noch mal schön zusammen auf und haben dann durch die Bindung haben wir schon gewonnen und müssen eigentlich nichts mehr nachmachen. So. Nun zu unserem Brot. Hier habe ich noch Kichererbsen mitgebracht. Die schmeißen wir dann auch noch rein. Die Linsen kommen rein. Am Schluss habe ich hier noch Limettenblätter von der Kaffir-Limette. Kriegen sie auch im Asialaden. Ja, es gibt wunderschöne Bäume, von denen kann man das pflücken. Die haben so ganz kleine Früchte. Wachsen natürlich auf der anderen Seite der Erde. Leider in unseren klimatischen Verhältnissen ist es nichts. Aber die Kaffir-Limette, das kann man im getrockneten Zustand oder auch im gefrorenen Zustand kaufen. Kaufen Sie sich ein Päckchen, legen Sie es in Froster, gefroren sind Sie noch ein bisschen frischer. Bei tollen Suppen, bei Curries, irgendwo, wo Kokosmilch drin ist oder wo Sie so ein bisschen frischeres Aroma zu vegetarischen Gerichten, aber auch nicht vegetarischen Gerichten. Also die Kaffir-Limette ist ein tolles Würzmittel. Wichtig ist dabei nur, schmeißen Sie es am Schluss rein, wie viele andere Gewürze auch, damit das Aroma also voll zur Geltung kommt. So. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Dann können wir mittlerweile, denke ich, jetzt sehen Sie, das schmort schön vor sich hin. Schauen Sie mal rein in den Topf. Sehen Sie? Also das könnte man jetzt noch ein bisschen weitermachen, bis die Zwiebel komplett verschwindet. Aber in dem Fall gießen wir jetzt mit unserer Kokosmilch auf. Ja, und dann können wir auch unser Gemüse dazu schmeißen. Und das kann jetzt weiterlaufen sozusagen. So, haben wir das hier. Das ist sogar diesmal den richtigen Herd erwischt. Sehen Sie bei einer 50-50-Chance, bei diesen zwei Herdknöpfen, erwische ich meistens das Falsche. So, jetzt haben wir schon ein bisschen bunt. Und es köchelt vor sich hin. So, jetzt haben wir Kokosmilch dazu gemacht. Gleich werden wir es noch ein bisschen würzen. Ein bisschen Salz machen wir rein. Und dann würzen wir es später einfach noch mal ganz am Schluss ab. Was ich jetzt auch ganz gerne noch reinmache, ich habe ein bisschen Sesamöl. Das gibt ein bisschen Aroma, muss man nicht reinmachen. Das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Jetzt mache ich auch gleich ein bisschen Kreuzkümmel rein und noch ein bisschen Koriander gemahlen. Einfach als Verfeinerung. Jetzt könnte ich auch noch Chili reinschmeißen oder je nachdem, wie scharf ich es halt mag. Das kann man halt ein bisschen steuern. Wir wollen es jetzt mal, sage ich mal, für europäische Gaumen genießbar machen. Deswegen... So, das köchelt jetzt schön. Sieht schon fein aus. Riecht auch nicht schlecht. Ja, das Riechfernsehen muss noch erfunden werden. So, jetzt schauen wir uns mal unser Teig an. Für unseren... So, wie gesagt, ich habe mir schon vorher ein bisschen Teig vorbereitet. Der ein bisschen... weil der muss ein bisschen gehen. Ja? Schauen Sie mal, der sieht dann so aus. Zu dem anderen Teig, den wir hatten, also hier können Sie sich dann schön, also wie so ein relativ trockener, wie so ein Pizzateig fast, also so ein Brotteig ist das, den werden wir jetzt schön verarbeiten und dann ausbacken. So, bereiten wir uns hier mal ein Tellerchen vor. Das köchelt schön vor sich hin.
und wir backen unsere Brote in der Pfanne aus. So, dann nehmen wir doch mal eins her. Ich habe da auch schon ein bisschen Fenchelsamen reingemacht. So, ich hoffe, dass das jetzt so geht. So, einmal in die Richtung, einmal so drehen, einmal in die Richtung. So. Nicht zu flach, sollen einfach schöne, kleine, leckere Dinger sein. Jetzt können wir ein bisschen Öl in die Pfanne machen oder ein bisschen Butter in die Pfanne machen. Jetzt mache ich noch ein bisschen Sesam hier drauf, den drücke ich dann jetzt ein bisschen da rein. Ich mache es jetzt mit Öl. Ist mir sicherer, weil die Temperatur, die muss doch ein bisschen hoch sein, damit das Brot aufgeht und backt. So, jetzt warten wir mal, bis das richtig heiß wird. So, und so in etwa soll das Naanbrot aussehen. Das schmeißen wir uns also gleich in die Pfanne. Machen wir gleich noch eins dazu. Also, noch einen Teigling nehmen. Und ich brauche jetzt auch gar nicht mehr viel Mehl, weil der sich jetzt schon so schön gebunden hat, der Teig. Ein bisschen Öl ist drin, so kann man den besser verarbeiten. So. So, auch hier ein bisschen Sesam. Man kann auch hier schwarzen Sesam, habe ich auch ein bisschen. So. Wunderschön. Jetzt schauen wir mal. So. Also, Brot ist in der Pfanne. So. Jetzt habe ich hier noch Kichererbsen. Die schmeiße ich in, die sind schon gekocht, deswegen kommen die jetzt einfach so herein. Und jetzt kommen auch unsere Linsen rein. Denn tatsächlich brauchen wir die Linsen als letzte Zutat. Die geben jetzt noch mal die Bindung ab. Seien Sie vorsichtig mit der Menge. Die gehen auf wie Hefeklößchen. Ne? Also die geben also unheimlich Bindung ab. Deswegen seien Sie vorsichtig mit Linsen, wenn Sie irgendwas abdicken wollen. So, dann sind wir eigentlich in den letzten Zügen. Ich schaue mal, ob unser Brot schön backt. Unser Dahl müssen wir auch mal probieren, ob das schmeckt, was wir da gebrutzelt haben. Ja, das schmeckt schon mal ganz gut. Ja, lecker. Also, wir nehmen noch einen ganz kleinen Klecks Sahne dazu, Salz. Sie haben gemerkt, also dieses Gericht ist soweit vegan. Also theoretisch können Sie das wirklich ganz fein vegan gestalten. Kokosmilch, verschiedene Sachen, Joghurt, wie gesagt, haben wir jetzt im Teig drin. Da können Sie auch aber drauf verzichten, notfalls. Ne? So. Ich nehme mal unser Brot hier. So, wollen wir unser Brot mal anschauen? So. Also, da drehen wir mal auf die andere Seite. Das sieht schon mal ganz gut aus. So genau wollte ich es haben. So, dann sind wir eigentlich auch schon bald am Ende unseres Lateins, hätte ich jetzt gesagt. Sehen Sie, jetzt nimmt die Linse, die gart jetzt natürlich langsam. Das könnte man jetzt auch noch ein bisschen länger kochen. Aber es reicht völlig aus, die letzten paar Minuten die Linsen reinzuschmeißen. Wie gesagt, das ist jetzt ein Schnellverfahren. Bei solchen Gerichten sollten Sie sich zu Hause ein bisschen mehr Zeit lassen, weil einfach die verschiedenen Prozesse doch ein ganz anderes Ergebnis hermachen. Also wenn Sie die Zwiebeln und die Tomaten, denen geben Sie ein bisschen mehr Zeit, lassen das ein bisschen schmoren und die Linse ganz am Schluss. So, das sieht schon mal ganz fein aus. Unser Brot ist genau richtig. So, eigentlich, ich probiere jetzt noch einmal unseren Dahl. Und dann gucken, ob alles soweit halbwegs gar ist. Oh, sogar die Süßkartoffel hat es geschafft. Feine Sache.
So, unser Brot ist fertig. Das reicht uns. Schauen Sie mal her. Ganz lecker. Ja? Tolles Brot. Das können Sie auch ein bisschen in Butter braten, wenn Sie das Öl weglassen wollen. Geht aber auch trocken. Ich mag ein bisschen Fett, macht ein bisschen Röstaromen. Kann nicht schaden. Ne? Geht aber auch fettfrei. Gelingt dann auch beim Backen. So. Und los geht's. So, jetzt brauche ich eine schöne Kelle. Legen wir los. Ich mache jetzt hier mal aus. So, liebe Zuschauer, also wir beginnen mit unserem leckeren Dal. Sie sehen, ist hier alles tolles Gemüse drin. Ah, und jetzt sehen Sie unsere Kaffeelimette. Das ist genau der richtige Moment, damit sie noch ihr Aroma abgibt. Hätte ich fast vergessen, sehen Sie. So. So. Den Rand wischen wir schön ab. So, jetzt haben wir unser Brot. Das schneiden wir uns in schöne Stücke. Jetzt kommt unser Pak Choi obendrauf. So, Pak Choi als Topping. So, dann hätte ich noch ein bisschen frischen Koriander haben wir noch zufällig da. Den knallen wir auch noch oben drauf. Das gibt das Ganze, dem Ganzen noch mal eine richtige Frische. Den hacke ich nur grob. Kann man auch weglassen. Wie gesagt, wer keinen Koriander mag, lässt ihn weg. So. So. Liebe Zuschauer, das ist unser Linsendal. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Wie gesagt, lassen Sie sich ein bisschen mehr Zeit, machen Sie sich keinen Stress zu Hause beim Kochen. Nehmen Sie sich Zeit. Essen soll schön sein und Sie sollen es genießen. Machen Sie es gemeinsam, dann macht es noch viel mehr Spaß. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.